So, ich hab doch noch. Da kommen Freunde. Macht nichts, komm nicht rein. Brauch ne Türsteher. Ich mach mal gerade schon mal die Ecken, dann hast du es einfacher mit dem Bauen. Zack, zack, zack. Müssen uns dann bloß überlegen, wie wir den kleinen Absprung zum Lagerhaus machen. Wir Ja. könnten theoretisch auch so einen kleinen, so unten durch, Bra. Zum einen kleinen Tunnel? Tunnel. Könnte man auch, ja. Oder du machst halt hier eine extra Tür hin, so eine kleine. Dann halt. Je nachdem. Oder sieht man, so ein Tunnel hätte auch was, aber müssen wir mal dann gucken, wie man das am besten macht. Da oben kommt ein Sprengmeister, pass auf. Da. Kommando Und sprengen. der natürlich jetzt meint. Meint, da drüber kommt er nicht. Also gut, der sucht natürlich jetzt einen Weg, wie er da hochkommt am besten. Die haben ja echt die Viecher so, ja, verbessert. Wow, ich muss weg. Ich will nämlich schuld sein, wenn es nachher knallt. Ja, ich hab da auch keinen Bock drauf, wenn ich ehrlich bin. Du dumme Ratte, bleib da, wo du bist. Der hat's auf mich abgesehen. Ich aber nicht auf ihn. Oh, Zombie, bist du doof. Das zeichnet quasi seine Spezies aus. So, ich hau mal gerade so ein paar Fensters hier rein, wie man es halt so machen könnte. Ja. Hey, Baum! Das geht jetzt quasi in den Baum rein. So geil. Zumindest für den Anfang. Hallo, du Kamel. So. Das sieht auch scheiße aus dann. Dann muss ich, glaube ich, hier einen hinmachen wieder. So. Einfach mal prophylaktisch mal die Fenster reingekloppt. Das kann man ja nachher wieder ändern. Wow, wo kommt denn der? Ja, der ist wahrscheinlich hier drüber gekommen. Das ist natürlich noch so ein Problem, dass sie da rüber Ja. können. Da müssen wir vielleicht dann Kann man ja noch ummodeln. bisschen mit Holz hochmachen. Ach, von oben kommt da. Schauen ja einer her. Ha, hast du ja selber wehgetan, du Volltrottel. So, gut, dann muss natürlich das Zuckerrohr weg. Sag mal, was ist denn hier los? Ich meine, ich bin ja froh, dass nur die sind, ne, die hier reinkommen, nicht der Sprengheini. Ja, wohl wahr. Gut, aber für den Weil das ist Anfang. nämlich dann echt klasse. Ich meine, wenn du hier auf der Terrasse bist, kannst du halt quasi auch noch die Bude Ja, guten sehen. Also die Tag. Strandbude. Und eine Spinne. Hallo, Zombie. Was? Ach so. Eine grünspinnige Euge. Stirb doch. Und wenn ich jetzt hier so bin, kann ich dann. Ah, interessant. Schaut eigentlich schon ziemlich geil aus, da so nach unten. Ja. Bloß die Weil Frage ist ich auch. finde es besser, also ich finde es auch gut, dass es jetzt so ein bisschen nicht synchron aussieht, weil das macht es eigentlich aus. So. Dann finde ich die Häuser mal schöner, wenn die nicht so, ja, wie am Reißbrett hingeklatscht aussehen. Und wie ist dann die Verbindung woanders hin? Ich meine, wir könnten natürlich jetzt auch so machen, dass wir den Zaun hier wegmachen und dann quasi mit dem hellen Holz quasi hier den Tunnel hoch, oder findest du das so schöner? Mit dem Holz, mit dem, oder dass quasi der Zaun nur auf der Seite hier bleibt, wo das halt hier zum Wintergarten geht. Auf der Ja. anderen Seite dann quasi mit diesem Holz hoch bis oben hin. Diesem hellen. Ja, das ist mir eigentlich egal. Das können wir auch mal ruhig anders Weil hier machen. würde ich das so lassen, weil das macht es dann so ein bisschen aus, ne? Wenn jetzt so ein kleiner, Ja, die Frage ist jetzt dann nur, wie ist die Verbindung dann zur Insel rüber? zur Insel. Weil wir kommen ja jetzt eigentlich im Grunde nicht mehr zur Insel hier. Also ich würde das so machen, dass wir unten ins Strandhaus einen Bootseingang machen, dass du quasi mit dem Boot rausfahren kannst und quasi hinten zum Dings Also fahren wie so ein kannst. kleiner, wie nennt man die? Also bei uns gibt's das auf dem Piratensee, sage ich mal, so heißt der bei uns. Das sind quasi zwei Floße und die haben Seile in der Mitte und da kann man sich von einem zum anderen Ufer ziehen. So ungefähr, dass du quasi dann sagst, irgendwo hier baue Also ich hier noch einen eigentlich Steg nach hier drüben, außen. oder? Wäre es doch eigentlich Oder so, optimal. oder hier, ja. Dass du Also dann, ja, wenn wir mal hier jetzt gucken. quasi weggehen. Du müsstest dann natürlich. Da muss natürlich auch der ganze Zucker hier weg.
Können wir mal komplett alles wegreißen, auch hier bei den Fenstern. Ich meine, die haben ja eh genug jetzt vorne. Also das können wir dann da hinten auf die andere Insel machen, wo quasi dann das Bauernhäuschen so, ist mit dem Zuckerrohr ein bisschen so zumindest. Stegmäßig quasi raus. Oh, was willst du denn bitte? Bin ich schon mal froh, dass du deinen dämlich missratenen Sohn zu Hause gelassen hast. Und den Steg aus welchem Holz? Ich würde sagen, das Dunkle. Vielleicht, oder wie die Fichte, ne, wie der Fußboden. Oder halt wie oben das Holz. Ja, das weiß ich jetzt nicht. Dass es alles so ein bisschen unangepasst aussieht, würde ich sagen. Also gut, es müsste natürlich so sein, dass dieser Steg, den wir jetzt machen für die Boote, dass der natürlich jetzt nicht hier so offen ist. Also er müsste schon noch irgendwie mit einer kleinen Verbindung vom Haus dann irgendwie sein, dass du da irgendwo rausgehst aus einer Tür oder sonst irgendwas und dann diesen Steg hast. Also nicht offen quasi. Nee, weil dann kommen ja die ganzen Viecher rein. Ach ja. Dann ist ja quasi das Tor offen mal, für den Herrn hier. Ich hol mal schnell was. Ich mach mal das Zuckerrohr alles weg und baue das mal da hinten an. Guck mal eben, dass ich noch ein bisschen Fichte uns hole. Da haben wir noch Fichte. So. So, Zuki. Ah, da hinten stirbt schon wieder ein Zombie. Jetzt brenne ich, weil du mich gehauen hast, du Sack. So, Fichten. So in dem Dreh. Also ich hatte mir das eigentlich eher so gedacht, dass hier dieser Sand bleibt und quasi die Bude da draufsteht, wie sie halt stand. Und dass du dann quasi ins Meer so ein bisschen so einen kleinen Steg machst. Aus welchem Material? Halt mit der Tür aus dem Holz, wie da oben die Wand ist. Also dieses nicht ganz helle, aber auch nicht ganz dunkle. Eiche. So ist es. Oak, auch genannt. Also hätte ich das jetzt am schönsten gefunden. Also hier machst du wieder ganz normal dicht. Also mach mal wieder hier mit dem Fußboden. Also da muss unser Fußboden noch mal einmal hin. Hier, wo das Wasserloch ist. Genau. Und dann machen wir hier wieder, sagen wir mal, die Bude zu. Und dann machen wir hier irgendwo eine Tür raus. Quasi in der Mitte eigentlich. Ja, genau. Und dann geht halt hier so ein kleiner Steg raus. Der muss ja nicht lang sein. Der kann ja theoretisch hier bis hier vorne dann der Absatz kommt, wo es wieder weiter runter geht. Also müsste ich hier eigentlich... Daran hat das ein Holz, wo dann mal die Boote parken können. Das ist dann quasi eigentlich die Tür. Ja. Genau, und hier kannst du halt dann wieder ganz normal zumachen mit einem Fenster und da hinten kommt halt kein Fenster hin. Genau, so sieht's gut aus. Perfekt. Zack, und da jetzt ein Steg raus. Drei ja. Breit. Oder vier. Ja. Drei müsste reichen. Vier ist, glaube ich, zu breit. So. Und da können wir dann ja schön die Bötchen parken. Können dann halt quasi überall übers Meer fahren oder halt zu der Bude da hinten. Da machen wir dann auch noch so einen Steg wieder hin zum Anlegen. Jetzt geht's mir aus. Das gute Fichtenholz. Oh, ich muss noch was essen hier. So dann quasi. Ich hätte das Kürbisding essen können. Ja, ich denke mal, einen länger können wir noch. Wenn es nicht ausgegangen wäre. Genau. Vielleicht vorne, ja, ich weiß nicht, vorne kannst du jetzt noch einen in die Spitze machen, also quasi in die Mitte von den dreien, einen als Spitze und dann kann man quasi links und rechts die Bötchen parken gehen oder so. Genau. So, dann haben wir Siehste. Hier noch einen Sand. Ja, schön. Ist eigentlich geil, ne? Ja, dann baue ich noch schnell ein Boot, einfach, dass wir eins haben. Hast du einen Workbench da? Jo, warte. Oh. Ich drücke mal falsch. Weil dann können wir es nämlich so machen, dass wir dann quasi ums Haus rumfahren. Also nicht vorne beim Feld dann landen, sondern hinterm Haus irgendwo dann. Mhm. Dass man auch ein bisschen fährt, ne? Weil das lohnt sich ja kaum. Wenn du hier losfährst, fährst du vorne bis zur Ecke. Sagen, nee, den, dass wir das den wegmachen? Nicht weg, sondern noch einen raus. Ja. So, und dann quasi da ein Boot hin, noch die andere Seite. Das Problem ist, die schwimmen weg. Nö, die bleiben. Bewegt sich das bei dir? Ja, aber da kommt er wieder zurück. Also das bleibt stehen. Das ist ein Luftkissen, jetzt hat es sich auch hingesetzt. So, dann hocke ich mich quasi hier rein. Und aussteigen tust du halt linke Shift. Kann man perfekt ausprobieren. Oh shit, das ist jetzt kaputt gegangen. Weil du gegen die Wand gefahren bist. Oh je.
Ja, der Server hängt so ein bisschen. Ich bin kaum gerade losgefahren kommen. Und dann fährst du halt quasi hier so rum, würde ich sagen, und parkst dein Imo hier hinten. Ne, meins ist auch kaputt gegangen. Das muss dann irgendwie am Server liegen, glaube ich. Ich glaube, wir fahren einfach zu aggressiv. Aber zumindest vom Ansatz her passt es ja so. Dann können wir eins bloß wieder reinlegen. Boah, da ist wieder Kartoffeln. Steigt man da nochmal aus? Linke Shift. Gut, also mein Boot steht. Geil, das fährt irgendwie nicht. Jetzt, ja. Ja, das muss am Server liegen. Ich hatte eben auch Probleme. Wie lenkt damit. Man? Ich glaube, mit der Maus einfach bewegen, wo du hinfahren willst. So war es zumindest bei mir. Wo habe ich denn jetzt hier den Zucker, Mann? Habe ich den. Der muss ja noch irgendwo da hinten drin sein, wahrscheinlich. Sükerch. So, Eier. Viel zu viel davon. Gott, habe ich Zuckerrohr jetzt. Weizen. So, fahre ich mal wieder rüber. Boah, das bockt voll. Wenn es funktioniert, ja. So, du kannst dich gleich nochmal vier. Kann nicht, nee, so nicht vier, zwei. Bremsen, ey. Ich glaube, du musst dahin, also ich glaube, mit zurück, mit der Zurücktaste muss man, glaube ich. Ich brauche ewig hier für eine Kurve. Alter, wo bist denn du? Ach, da hinten. Wie doof das aussieht. Jetzt ist er verschwunden. Jetzt komme ich wieder. Ja, der Server hat irgendwie so ein bisschen Mackerei. Du standst gerade vorne bei mir erst am Steg und dann eine halbe Sekunde später warst du auf einmal am Meer. So, leg an, ruhig. Brauner. Schön. Schön. So, machen wir hier noch gerade irgendwie wieder. Ich würde sagen, kommt dann hier keine Fenster hin. Da machen wir einfach eine Tür dann, wie gesagt. Hier, der Sand muss weg, da machen wir dann auch nochmal, ich denke mal, dieses Bodenholz hin. Hast du noch welches? Guckste? Siehst du? Anlegestelle, ja, sehr schön. Mach da unten ein Holz rein. Was für eins? Ich würde sagen Fußbodenholz. Oder normales hier Birke. Egal. Mach Birke. Dann sitzt halt, ja, genau. Und dann müssen wir jetzt da deine Tür reinkloppen. Du hast ja die Workbench doch da, oder? Ich wollte nicht so gerne Eisentür machen. Holztür, oder? Aber Holztür ist halt auch doof, weil da kommen die da rein, die dummen Säcke. Kann ja auch keiner leisten. Ja, mei. Machen wir doch lieber eine Eisentür. Machst du eine Eisentür? Ja. Okidoki. So, ein Knopf. Ist doch Knopf, müssen wir noch einen haben wieder. Knöpfe. So, ich hock mich nochmal ein bisschen auf die Terrasse. So. Knopf ist auch da. Anlegestelle läuft. Ist gut, ich komme nicht mal rein, mach mir mal gerade auf. Oder ich komm oben rum. Ich entspanne mich aber gerade. Ja, ich komm oben rum. Hab natürlich vergessen, außen noch einen Knopf, aua. Noch hier einen Knopf hinzumachen. So. Einen Button. Schön. Sehr gut. Perfekt. Klasse. So, hier kommen natürlich dann mit Glas und so, machen wir hier Fenster rein und so. Müssen wir natürlich dann hier oben bei der Bude auch nochmal gucken, weil wir haben ja auch noch gar keine Fenster hier drin. Absolut richtig. Gut. So, ich finde auch schon mal für heute echt eine super Ausbeute. Ja, würde ich doch auch sagen. Was wir hier gemacht haben. Top. Finde ich jetzt nicht so schlecht. Also natürlich von euch dann Anregungen, Kritik gerne erwünscht, Verbesserungsvorschläge. Kennt ihr ja. So ist es. Das heißt, wir stellen uns in die Bude und ja, beenden somit, denke ich mal, unsere dritte Aufnahmesession. Ja, ich hoffe, es hat euch wieder Spaß bereitet, uns hier zuzuschauen bei Minecraft. Und wir sehen uns dann ja in der nächsten Aufnahme sowie Folge wieder. Diesen Käse kann der Baumi gerne behalten. Und von daher, liebe Leute, bis zum nächsten Mal. Mann, dann lehnt Geschenke nicht ab, Mann. So, Leute, macht's gut. Wir hören uns dann, wie gesagt, in der nächsten Aufnahme. Schreibt mal rein, was ihr davon haltet, von unseren Bauten heute. Macht's gut. Tschüssi. Ciao.